erstmal Dankeschön, viele Glückwünsche. Ja, ich glaube, wieder mal ein Spiel, was wir einfach aufgrund unserer so unglaublichen Mentalität gewonnen haben, aber wir haben es auch aufgrund unserer Lethargie fast aus der Hand gegeben. Ja, und die beiden Dinge muss man natürlich sehen. Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Ich glaube, wir müssen das 2-0 auf jeden Fall nachlegen, ja, vielleicht auch das dritte. Hatten ein paar schlampige letzte Aktionen, sei es beim Abschluss, sei es aber auch beim letzten Pass. Aber wir haben den Gegner eigentlich komplett kontrolliert, haben immer wieder den Ball gut laufen lassen, hatten ein sehr, sehr hohes Tempo, sodass Lotte eigentlich immer nur hinterherlaufen war. Haben sie gut gepresst, haben damit natürlich auch unser 1-0 erzielt, hatten alles unter Kontrolle, gehen in die Halbzeit rein, sprechen genau über dieses Thema und haben im Laufe der zweiten Halbzeit einfach immer mehr nachgelassen. Ja? Immer weniger Tempo, immer weniger Aktivität in unser Spiel reingebracht. Und den Gegner damit im Endeffekt so ein bisschen am Leben gelassen, ja, ihm hochgeholfen, wenn er am Boden lag. Und bekommen dann natürlich auch diesen Ausgleich, was natürlich für uns eine unglaubliche Sache war zu dem Zeitpunkt. Kriegen dann die rote Karte. In dem Moment denkst du, so ist Fußball. Ja, hast alles unter Kontrolle und innerhalb von wenigen Minuten dreht sich alles. Und du bist eigentlich auf der Verliererstraße. Und dann gilt es eben, nochmal den Hebel umzulegen. Und da muss man einfach meiner Mannschaft ein sehr, sehr großes Kompliment machen. Das haben sie immer wieder geschafft. Und heute auch wieder in Unterzahl so ein Spiel zu drehen in der letzten Sekunde, weil man einfach immer dran glaubt, dass wir ein Tor machen können. Ja. Und wir haben es in Unterzahl besser gespielt in der zweiten Halbzeit als in Überzahl. Und deswegen glaube ich, summa summarum über das ganze Spiel hinweg gesehen, ja, erste Halbzeit hätte man Deckel drauf machen müssen und haben es dann trotzdem am Ende verdient gewonnen. Ja, verdient gewonnen, auch wenn Lotte, glaube ich, mit der Überzahlsituation hätte den Deckel auch selber drauf machen können. Und dann wäre es sicherlich in die andere Richtung gewesen. Aber so sind wir natürlich glücklich, haben 50 Punkte jetzt. Und jetzt gilt es eben, da oben zu bleiben. Ja, ist auch kein Geheimnis, dass es jetzt nicht mehr darum geht, die Klasse zu halten oder Platz 5 zu erreichen. Sondern jetzt wollen wir da oben bleiben. Und jetzt erwarte ich von meinen Jungs, dass sie natürlich Vollgas zusammenstehen. Dass persönliche Eitelkeiten immer wieder hinten angestellt werden, was sehr, sehr schwierig ist. Ja, aber was einfach sein muss, weil wir als Mannschaft vielleicht was ganz, ganz Großes erreichen können, wenn du so ein Spiel wie heute gewinnst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und jetzt geht es darum, eben das voll durchzuziehen. Ja, den Anfang, den wir gemacht haben, in dieser Saison zu vergolden. Danke.